Also erst einmal begrüße ich den Prinz Albert von Anhalt, dass er in Regensburg hier ist und unsere wunderschöne Stadt Regensburg begrüßt. Und das Zweite ist eben wegen der wirtschaftlichen Situation, wo wir momentan Probleme in Europa haben, auch in anderen Ländern wie Türkei, würde er gerne auch in dieser Richtung ein Statement abgeben. Und für uns ist sehr wichtig, was eben auch Prinz Albert denkt in Europa, in der Wirtschaft, auch in der Türkei überwiegend, weil er auch schon dort schon ein paar Mal dort war und die Situation abschätzen kann, auch in der schwierigen Zeit, wo wir in der Corona-Zeit hatten. Und das haben wir jetzt ja irgendwie teilweise überwunden. Und wichtig ist für uns, was denkt Prinz Albert von Anhalt in Europa, in Deutschland, auch zum Schluss auch in der Türkei. Und da würde ich gerne mit ihm über dieses kurz besprechen. Aber nochmal Dankeschön, dass er nach Regensburg gekommen ist, nach Bayern, Herr Prinz Albert. Und ich würde die Fragestellung von Herrn Vitus, von einem Pressesprecher, schnell erfahren, wie die Frage wäre. Bitte schön. Dankeschön. Die erste Frage wäre, die von Deutschland geführte europäische Wirtschaft steckt seit einigen Monaten in der Krise. Die Lage wird von Tag zu Tag schlimmer. Wie sehen Sie die nahe Zukunft der europäischen Wirtschaft? Wohin führt die Krise, die sich insbesondere durch den Krieg in der Ukraine verschlimmert hat? Ja, das Wort verschlimmert stimmt tatsächlich. Die Lage ist sehr prekär und wird von Tag zu Tag, ich will mal sagen, ernster. Die Bundesregierung hat also nicht erkannt, was dieser Konflikt bedeutet. Die Bürger auch im Unklaren gelassen, was auf sie zukommen wird. Es ist auch ganz einfach zu sagen, wir haben bald kein Erdgas mehr. Die Leute werden im Winter nicht mehr heizen können. Die Industrie wird nicht mehr produzieren können oder zu sehr hohen Preisen. Damit wird die Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben in Deutschland und auch in Europa. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass bald ein Frieden herrscht und man sich eine Art Versöhnung in diesem Konflikt stattfinden wird. Okay, danke schön. Sie haben gesagt, die Bundesregierung hat die Lage verkannt. Was kann denn die Bundesregierung oder die EU gegen diese wirtschaftliche Schieflage tun? Was wären da Ihre Vorschläge? Ja, da gibt es im Moment, wie ich es vorhin erwähnte, ja, gibt es eigentlich nur eine Lösung, ja, dass wieder eine Möglichkeit besteht, russisches Gas zu nehmen, das sehr preisgünstig ist, sauber ist. Bei uns werden Nord Stream 1 und Nord Stream 2 geschlossen, ja, was einem Art Selbstmord gleicht. Billige Energien von anderen Ländern sind im Moment nur zu horrenden Kosten zu bekommen. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt aussieht, wird es eine wirtschaftliche Katastrophe geben. Arbeitslose, hohe Verluste in dreistelliger Milliardenhöhe für die Regierung, für Deutschland. Und man sieht ja, sie ist im Moment nicht in der Lage, dagegen zu steuern oder irgendwas Vernünftiges zu tun. Speicher sind außerdem auch noch leer, ja. Also schaut sehr prekär aus. Wir wissen, dass die Türkei ein integrierter Bestandteil Europas ist. Die türkische Wirtschaft ist mit ihren 85 Millionen Einwohnern, manche sagen mit den neuen Migranten 90 Millionen und ca. 92.600 Milliarden US-Dollar BIP ziemlich groß und insbesondere von der deutschen Wirtschaft bzw. deren Technologie geprägt. Die jetzige Wirtschaftskrise kann auf die türkische Wirtschaft, die unter anderem sehr hoch verschuldet ist, sehr zerstörerisch wirken. Kurz, was kann denn die türkische Wirtschaft dagegen unternehmen und welche Hilfen oder Eingriffe von außen wären in dieser Hinsicht hilfreich? Zum Beispiel, welche Investitionen und in welche Sektoren sollten diese Investitionen fließen? Naja, die türkische Wirtschaft leidet schon einige Zeit. Das ist jetzt nichts Neues, was auf einen zugekommen ist. Die Lira fällt permanent. Aber ich glaube, im Moment werden vernünftige Gegenmaßnahmen geschaffen. Die Türkei bekommt genug Erdgas und Erdöl zu vernünftigen Preisen, sodass sie versuchen werden, die Wirtschaft zu stabilisieren. Natürlich kann man auch die Westeuropäer oder Europäer von den Vorteilen in der Türkei überzeugen und Investitionen vorzunehmen. Ich persönlich halte es für sehr interessant, dort Investitionen zu machen.
Und wenn es die Wirtschaft in eine sehr schwierige Lage kommen sollte, bin ich der Meinung, sollte sie auf jeden Fall von Westeuropa und auch von den USA unterstützt werden. Okay. Sie haben eben schon vorgegriffen für die Zusammenarbeit gegen die Krise in der Ukraine. Was kann da die deutsche und türkische Wirtschaft zusammen? Wie können sie sich organisieren, um vielleicht ein Beilegen des Konflikts herbeizuführen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Die Zusammenarbeit dieser Krise im Schatten des Ukraine-Konfliktes. Ja. Wie kann die deutsche und die türkische Wirtschaft zusammenarbeiten, um eben diese Krise zu überwinden? Ja, gut, die betrifft ja nicht nur die Türkei und Deutschland, die betrifft also global mittlerweile fast die ganze Welt. Ja. Und die Zusammenarbeiten, wie die zusammenarbeiten können oder sollen, das muss man noch rausfinden. Das weiß ja im Moment keiner, sonst hätten wir nicht diese Krise. Also wichtig ist die Krise, wie der Prinz Albert da sagt, das ist ja nicht nur die Türkei, sondern wir haben das global überall und wir, wie gesagt, das betrifft jedes Land, die ganze Europa global und ich hoffe, dass wir bald hier eine Lösung finden werden und ich würde sagen, dass in dieser Form wir auf alle Fälle, wie der Prinz Albert sagt, wenn da geholfen werden kann, müssen alle zusammenhelfen, zusammen mitarbeiten. Und ich würde sagen, würde ich das Interview jetzt momentan hier dann abbrechen. Und dann haben wir ja alle Fragen geklärt. Und und dann wünsche ich den Herrn Prinz Albert in Regensburg alles Gute. Danke, ich freue mich, in dieser schönen Stadt zu sein. Genau, heute Abend und er ist wahrscheinlich auch morgen noch hier. Und dass er das schöne Regensburg besichtigen kann. Er war ja schon früher mal hier, glaube ich, vor langer Zeit, hat er mir damals gesagt. Und jetzt, nach so langer Zeit, ist er wieder hier in Regensburg. Und ja, ich hoffe, ich habe Ihre Fragen beantwortet und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Dankeschön. 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 Okay.